AFK Arena hat die neuen Patch Notes 1.89 auf dem Testserver veröffentlicht und damit herzlich willkommen Leute zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein und schauen uns das Ganze an. Kleine Änderung, es wird nicht morgen das Update kommen, sondern dann tatsächlich erst ab dem 6.5., also am Freitag gibt es dann natürlich das Update-Video zu den ganzen Neuerungen, die uns jetzt erwarten werden. Und dann würde ich sagen, beginnen wir auch schon direkt mit der ersten Änderung und zwar erhalten wir einen neuen Helden, wie es eigentlich in jedem Patch Notes der Fall ist, aber es wird dieses Mal ein neuer Unterweltler-Held, da bin ich wirklich mega drauf gespannt. Der Name Vailoris oder sowas, ich hoffe, ich habe es jetzt nicht richtig ausgesprochen, ist auf jeden Fall ein Name, der schwer auszusprechen ist. Da bin ich dann natürlich mal gespannt, wie der aussieht, wie die Fähigkeiten und sowas sind. Es gibt dann natürlich auch wie immer die Möglichkeit, den Helden für insgesamt 3 Tage Test zu spielen und es wird natürlich auch wieder die Gilden sowie auch die ertragreichen Prüfungen für diesen Held geben. Und dann würde ich sagen, geht es auch schon ein wenig weiter und zwar hier bei den neuen Optimierungen. Haben wir bei Punkt 1 ein neues Event, welches wir erwarten können. Wir können dann dort dran teilnehmen, wenn wir insgesamt Kapitel 2460 abgeschlossen haben, beziehungsweise wenn wir uns in Kapitel 25 befinden. Ist schon mal eine relativ coole Sache. Events sind immer geil. Bin ich mal gespannt, wie dieses Event werden wird. Genau dasselbe haben wir dann nochmal bei Punkt 2. Dort bekommen wir auch nochmal ein neues Event. Das startet dann hier auf dem Testserver erst ab dem 14.05. Also müssen wir da auch noch ein bisschen warten. Hier steht auch etwas bei, wie Players will be able to view den neuen Helden dann in dem Fall. Also schauen wir mal insgesamt, wie dieses Event dann aussieht. Wird zu den beiden Events gibt es dann natürlich noch mal ein extra Video, genau wie auch zu Punkt 3, denn hier erhalten wir natürlich auch wieder eine neue Reise der Wunder. Wisst ihr ja, wie gerade auch schon eben erwähnt, dazu gibt es dann auch nochmal ein extra Video. Wie dann auch zu Punkt 4, denn wir erhalten auch noch einen weiteren wandernden Ballon. Diesen können wir dann angreifen, wenn wir Kapitel 3250 abgeschlossen haben und 60% von dem wandernden Ballon davor. Ist auf jeden Fall immer ganz nice, gibt coole Belohnungen. Und dann kommen wir auch schon zu Punkt Nummer 5 und damit ein kleiner Meilenstein für AFK Arena. Es wurde nämlich, beziehungsweise es wird jetzt Kapitel 50 hinzugefügt, somit wird in dem Fall Kapitel 49 ein wenig leichter gemacht. Ich weiß nicht, wie es mit den darunterliegenden noch ist, ob da vielleicht auch noch ein bisschen was runtergeht. Müssen wir dann mal schauen. Und ja, dann bei Punkt Nummer 6 eine relativ coole Sache, wie ich finde. Und zwar bekommen wir eine neue Option und zwar nennt sich das Ganze Safe Image. Ich denke mal, das Ganze wird dann natürlich auch noch auf Deutsch übersetzt. Und zwar bekommen wir dort dann die Option, unsere eigenen Hintergründe, wenn ich es jetzt richtig verstehe, in AFK Arena einzufügen, wenn wir das Spiel starten. Das wäre natürlich schon mal eine sehr, sehr coole Sache. Bin ich mal gespannt, wie das Ganze umgesetzt wird. Kann natürlich auch sein, dass ich mich jetzt vertue, aber so wie es da steht, sollte es dann auch eigentlich der Fall sein. Und dann gibt es jetzt auch noch irgendwie ein paar neue VIP-Privilegien, wo man jetzt die Möglichkeit hat, mehrdimensionale Steine monatlich zu tauschen. Also da habe ich jetzt nicht so viel Ahnung von, da mein VIP-Level jetzt nicht ganz so hoch ist, aber da gibt es dann nochmal was Neues, ist natürlich auch eine coole Sache. Und es gibt ein paar neue Rahmen-Frames. Bei der Legends Championship ist natürlich auch immer eine nette Sache. Ansonsten gibt es eine Heldenänderung und zwar bei Tain ist aber etwas, was nur optimiert wurde. Also er wurde jetzt nicht verschlechtert oder verbessert. Und das soll es dann gewesen sein von den neuen Patch Notes 1.89. Schreibt mir natürlich wie immer gerne eure Meinung in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Freitag bei dem Update-Video. Macht es bis dorthin auf jeden Fall gut, Leute, und ciao.